Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Pay to Lose und begrüße euch zu meinem Video. Wie sich ja in den letzten Wochen gewünscht wurde, sollte ich nochmal ein Video machen, wo man die einzelnen Effekte erklärt, die die Digimon-Karten haben. Also sowas wie Security Attack plus 1, Piercing, Jamming, dies, das, jenes. Der Bitte bin ich natürlich gerne nachgekommen und würde sagen, wir starten einfach direkt dazu. Ich werde das Ganze so praxisnah wie möglich erklären, versuchen das mit meinen Karten zu zeigen. Und hoffe, dass ich euch die Sache so näher bringen kann. Bevor wir mit den Karten selbst anfangen oder den einzelnen Karten, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal schnell ein Spielfeld an, wie es denn aussieht. Ich habe dazu zwar schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch gerne hier oben rechts. War mein erstes Digimon-Video zu dem Kartenspiel. Ich finde es ehrlich gesagt immer noch nicht schlecht für eines, was ich am Anfang gemacht habe. Ich finde, man sieht eine deutliche Entwicklung in der Qualität. Dürft mir auch gerne was dazu in die Kommentare schreiben, denn Eigenlob stinkt, deswegen würde ich das lieber von euch hören, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Okay, also oben rechts haben wir unser Deck. Das Deck besteht momentan aus 50 Karten. Jede Karte darf hier maximal 4-mal vertreten sein. Wobei hier allerdings nicht der Name zählt, sondern halt das Set, aus dem die Karte kommt. Es steht immer auf der Karte eine Setnummer dabei. Dieses ist das Ausschlaggebende. Das heißt, ich könnte dieses 50-Karten-Deck, könnte ich zum Beispiel auch mit, übertrieben gesagt, 50 verschiedenen Agumons füllen. Einfach nur, wenn die alle aus unterschiedlichen Sets sind, beziehungsweise eine unterschiedliche Nummer haben. Dürfen natürlich auch aus dem gleichen Set sein, wenn sie eine unterschiedliche Nummer haben. Ansonsten, die gleiche Karte darf ich nur 4-mal spielen. Ist eigentlich ganz üblich in jedem TCG, würde ich sagen. Das also nicht, dass man 4 spielt, sondern dass eine maximale Anzahl von der gleichen Karte drin vorhanden ist. Ja, das war es eigentlich. Von dem Deck ziehe ich halt. Ja, was kann man noch dazu sagen? Wenn man Deckout ist und man gezwungen ist, am Anfang seiner Runde eine Karte zu ziehen, hat man halt verloren. Ist mir bis jetzt einmal passiert. Lustigerweise, wenn man halt ein Digimon digitiert oder durch irgendwelche andere Effekte Karten zieht, zählt das nicht. Das heißt, so könnte ich noch weitermachen, aber halt in meiner Drawface, wenn ich da ziehe, ist halt vorbei für mich. So. Dann direkt darunter haben wir unseren Recycle-Bin, Trash-Bin, unseren Friedhof, Ablagestapel, wie auch immer man es nennen will. Dem Spiel heißt es entweder Recycle-Bin oder Trash. Ja, da kommen halt Karten hin, die ich ausgespielt habe. Mehr gibt es dazu ehrlich gesagt nicht zu sagen. Oder halt Digimon, die besiegt wurden. So, dann haben wir links daneben dieses große Feld hier. Ist die Battle Area. Hier kommen meine Digimon hin, die halt bereit sind für den Kampf sozusagen. Und hier kann ich so viele Digimon haben, wie ich möchte. Es gibt keine maximale Begrenzung. Klar, das Deck gibt uns irgendwie eine maximale Begrenzung vor und die Karten, die wir spielen können. Aber ansonsten könnte ich prinzipiell auch 50 Digimon hier in dem Feld liegen haben. Das ist egal. Gleiches geht auch für Tamer. Kommen wir gleich noch zu. Ja, das war es eigentlich, was man dazu sagen kann. Links daneben haben wir unseren Security Stack. Unser Security Stack ist sozusagen unser Leben. Das Ziel des Spiels ist es, einen direkten Treffer bei seinem Gegner zu landen und zu verhindern, dass man selber einen direkten Treffer abkriegt. Und man hat halt von vornherein 5 dieser Security-Stacks. Das heißt, mein Gegner sagt, okay, ich greife dich an und das schützt mich sozusagen. Das heißt, ich habe 5-mal die Möglichkeit oder 5 Chancen, den Schaden sozusagen abzuwenden. Und ja, jedes Mal, wenn ein Check durchgeführt wird, wird halt die oberste Karte aufgedeckt und es entscheidet sich dann halt, was passiert. Es ist ein Digimon, kommt es zum Kampf. Das Digimon oder unser Digimon überlebt, wenn unser Digimon mehr Digipower hat. Komme ich auch gleich noch zu, ich erkläre gleich nochmal die Karten. Irgendwelche Effekte triggern weder gegen das Security-Digimon, noch das Security-Digimon kann irgendwelche Effekte gegen uns aktivieren. Das sind dann sozusagen 2 Vanilla-Digimon-Karten, die gegeneinander kämpfen. Hat das Digimon im Security-Stack mehr DP als wir, bis unser Digimon besiegt und die gegnerische Karte kommt auf den Ablagestapel, genauso wie unsere. Ist unsere höher, haben wir den Kampf gewonnen und der Security und die Security-Karte ist einfach nur weg. Ansonsten kann ich halt noch eine Option-Card oder eine Tamer-Card aufdecken. Bei denen entscheidet sich meistens unterhalb von denen steht ein Security-Effekt. Ob, wenn sie einen haben, aktiviert sich dieser. Dieser ist unabhängig. Das kann halt sein, okay, spiel diese Karte ohne die Kosten dafür zu zahlen, nimm sie auf die Hand, activate this card's Main-Effekt. Ganz unterschiedlich, wenn da unten nichts steht. Dementsprechend kann sich auch nichts aktivieren. Ja, das war es eigentlich, was da so passieren kann. Darunter haben wir dann noch unser Digi-Egg-Deck. Ich finde das immer noch ein schönes Wort, Digi-Egg-Deck. Unsere Digitama, unsere Ausbildungs-, unsere Baby-Digimon kommen dahin. Das Deck ist optional und hat nichts mit dem eigentlichen Deck zu tun in dem Sinne. Das heißt, wenn das Deck out ist, ist uns das egal. Die Baby-Digimon sind sozusagen eine Möglichkeit, kostenlos aufs Rookie-Level zu digitieren, bringen uns sozusagen eine Karte und bringen halt manchmal auch ganz interessante Effekte mit.
Wie gesagt, und das kann maximal 5 Karten, minimal 0 enthalten. Und dieses Area ist vom gesamten Spiel eigentlich ausgenommen. Was heißt das? Wenn irgendwelche Effekte irgendwelche Digimon betreffen, trifft es hier nicht im Raising Area zu, solange ich mein Digimon da drinne habe. Das heißt, wenn zum Beispiel ein gegnerischer Effekt sagt, zerstöre ein gegnerisches Digimon, kann das im Raising Area nicht ausgewählt werden. Andersrum, wenn wir ein Digimon darin digitieren und es einen Effekt machen würde, dieser wird auch nicht ausgelöst. Das heißt, es ist sozusagen Vor- und Nachteil für uns. Und ja, das war es eigentlich. Witzigerweise, wenn es darum geht, eine Farbe zu checken, ob die Farbe im Spiel ist, ob ich eine andere Karte ausspielen darf, zählt dieses Area doch dazu. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber naja, ist halt so. Ja, das ist so der ungefähre Aufbau eines Spiels. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns einmal die Karten etwas genauer an, die wir da haben können. So, ich habe hier mal 4 verschiedene Karten rausgelegt. Einmal eine Option-Card, eine Digimon-Card, eine Digi-Egg-Card und eine Tamer-Card. Wir fangen oben links an mit der Option-Card Hammerspark. Wir sehen einmal ganz oben steht halt drauf, dass es eine Option-Card ist. Gibt uns halt einen Hinweis, was es für eine Karte ist. Oben links stehen die Kosten. So viel Memory müssten wir bezahlen, um diese Karte auszuspielen, in dem Fall 0. Unterhalb des Artworks steht der Effekt, meistens ist es der Main-Effekt. Hier wäre das Gain 1 Memory, das heißt, ich spiele diese Karte aus, kriege ein Memory, danach wird die Karte auf den Ablagestapel gelegt. Unterhalb des Namens sehen wir dann, worüber wir eben schon gesprochen haben, den Security-Effekt. In dem Fall wird diese Karte in der Security aufgedeckt, aktiviert sich dieser Effekt, Gain 2 Memory. Wir haben ja eben schon gesagt, es gibt noch andere Effekte, Activate this Card's Main-Effekt, nimm die Karte auf die Hand. Ganz unterschiedlich, aber das sind im Groben Option-Cards. Was noch hier wichtig zu sagen ist, ich kann Option-Cards nicht einfach wild in jedes Deck hineinpacken, sondern ich muss mindestens ein Digimon oder Tamer in der gleichen Farbe auf dem Feld haben, um diese auszuspielen. Das heißt, wir sehen hier, Hammerspark ist eine blaue Karte. Das heißt, wir bräuchten mindestens ein blaues Digimon oder einen blauen Tamer auf dem Feld, um diese Karte auszuspielen. Das heißt, ich kann die nicht einfach in ein rotes Deck hineinpacken. Anders ist es lustigerweise mit dem Security-Effekt. Den kann ich aufdecken, der aktiviert sich trotzdem. Ist halt die Frage, ob das so sinnvoll ist, wenn ich ansonsten die Karte beispielsweise 4-mal spiele und ansonsten 4 tote Handkarten habe, weil ich sie nicht ausspielen kann. Muss man selber für sich wissen. So, machen wir unten weiter mit Ubermon. Das ist eine Digi-Egg-Karte. Sieht man auch oben auf der Karte selber. Wir sehen hier das Level, Level 2. Wir wissen damit, ist es ein Baby-Digimon. Und ja, wie gesagt, die können halt nur im Raising-Area sein. Im Battle Area können die selber nicht sein und ich kann auch nur ein Digimon aus dem Raising Area hinausholen, wenn es halt Stufe 3, also Level 3 oder höher ist. Wie gesagt, ansonsten gibt es zu denen nicht viel zu sagen. Ich kann in meiner Breeding Phase, kann ich davon eins aufdecken, wenn ich noch einen Platz frei habe in meinem Raising Area. Wir haben halt nur einen Platz. Und ansonsten bringt es halt unten noch den Inherited Effekt mit. Aber auf den oder was ein Inherited Effekt ist, da gehen wir gleich noch drauf ein. Rechts daneben haben wir eine Tamer-Karte aus dem aktuellen Set, und zwar Matt Ishida. Wie man hier wieder sieht, wir sehen oben, dass es eine Tamer-Karte ist, damit wir wissen, was wir hier überhaupt für eine Karte vor uns haben. Oben links sind auch wieder die Memory-Cost, die Kosten, die wir jetzt zahlen müssen, um diese Karte auszuspielen, in dem Fall 4. Und dann sehen wir darunter jetzt die Effekte. Wir haben hier 2 verschiedene Effekte. Einmal Start of your Turn, das heißt, wenn unsere Runde anfängt. Wenn wir jetzt, if you have 2 or less Memory, set your Memory to 3. Das heißt, das ist ein sogenannter Memory Gainer Tamer, war auch ein schönes Wort. Der sagt halt, wenn wir unsere Runde anfangen und 2 Memory oder weniger haben, können wir das direkt auf 3 schieben. Ist ja ganz cool, damit umgeht man ein paar Sachen, hat ein bisschen mehr Memory. Und wir haben jetzt noch einen zweiten Effekt, nämlich Your Turn. When you play a blue Digimon, you can suspend this Tamer to trash the bottom Digivolution card of one of your opponent's Digimon. Das hat einen Effekt, wenn wir unsere Digimon hochdigitieren, bleiben die Karten sozusagen darunter. Das sind dann die Digivolution Sources. Die können wir in dem Fall trashen und die Inherited-Effekte können wir sozusagen unseres Gegners umgehen. Jetzt sehen wir hier noch unterhalb des Namens, wir haben wieder einen Security-Effekt, wie halt bei den Option-Cards auch. Und bei den meisten Tamern, oder bis jetzt bei allen Tamern eigentlich, ist der Security-Effekt Play this card without paying its memory cost. Ist ganz cool. Wenn wir die im Security-Check aufdecken, können wir diese Karten halt können wir die Tamer halt ausspielen, ohne Kosten zu bezahlen. Ist ganz nett. Kommen wir zu den Digimon-Karten. Das sind sozusagen die wichtigsten Karten oder die wichtigsten Karten in diesem Spiel. Wir haben hier einmal Tsudomon aus dem aktuellen Set und wie wir jetzt oben sehen, ist es halt ein Digimon. Oben links haben wir wie immer unsere Memory Cost, die wir halt brauchen, um dieses Digimon oder um diese Karte so auszuspielen. Jetzt die Besonderheit, darunter haben wir jetzt aber die Digivolution Cost. Das heißt, das ist die Bedingung oder, ja doch, kann man so sagen, die Bedingung, die man erfüllen muss, damit wir dieses Digimon auf ein anderes drauf digitieren können.
Wir sehen einmal, innerhalb des Kreises steht einmal die, wie heißt das, die Kosten, die wir dafür zahlen müssen, 3. Ist also deutlich niedriger als die 7, wie wenn wir es so ausspielen würden. Und wir sehen auch die Farbe, auf was es drauf digitieren kann oder soll, muss. Das wäre in dem Fall blau. Das heißt, wir können dieses Level 5 Digimon nur auf ein blaues Level 4 Digimon digitieren. Das ist halt wichtig, dass halt die Level eingehalten werden. Wir können halt nur hochgehen. Also jetzt das Beispiel nochmal Digitama. Upamon ist Level 2, Rookie ist Level 3, Champion Level 4, Ultra Level 5, Mega Level 6 und die Level 7er sind dann noch die, ich sag mal, besonderen Digimon, sowas wie Omnimon, die nochmal eine Stufe darüber sind oder halt, wie soll man das sagen, eine Fusion aus mehreren Digimon sind. So, dann haben wir oben rechts, haben wir die Digipower. Das ist sozusagen die Kraft, die unser Digimon hat. Kämpfen zwei Digimon gegeneinander, werden diese beiden Zahlen miteinander verglichen und das Digimon mit der höheren Digipower hat halt gewonnen. Ist recht simpel. Jetzt kommt aber das Besondere an Digimon-Karten, und zwar einmal gibt es einen Effekt, den diese Karte für sich selber hat. Das wäre jetzt in dem Fall hier on play, trigger, draw two cards. Da könnten aber auch noch andere Sachen stehen, wie Security Attack plus 1, when attacking, dies, das, jenes. Das sind halt Effekte, oder ich sag mal, die oberhalb des Namens der Karte stehen, sind Effekte, die für das Digimon selber gelten. Darunter, oder unter den Namen und auch unter dem Level, sehen wir halt etwas, das nennt sich Inherited-Effekte. Inherited-Effekte sind Effekte, die an das nächste Digimon weitergegeben werden, wenn man die Digitationskette hochgeht. Das heißt, um diesen Effekt zu aktivieren, oder dieser Effekt aktiviert sich nur, wenn ich darüber ein Level 6er Digimon digitiert habe. Das ist ja ganz interessant, das macht das Ganze auch interessanter, Digimon hochzudigitieren, denn desto mehr Effekte ich stacke, desto mehr Effekte kann ich ausüben, desto besser ist das in der Regel. Das ist aber nochmal wichtig, dass man hier unterscheidet, der Inherited-Effekt gilt nur für das nächsthöhere Digimon, was da drauf liegt. Das heißt, wenn ich jetzt mit Sudomon angreifen würde, würde der Effekt halt nicht triggern. Ich müsste ein Level 6 Digimon drauf haben, was angreift, damit der Effekt von Sudomon überhaupt triggern kann. Das wären eigentlich so die Unterschiede. Unsere Runde beginnt eigentlich, oder ist halt immer gleich. Aber ich würde sagen, damit fangen wir, und das machen wir einfach mal auch kurz nach. Kleinen Moment, ich baue das eben um. Machen wir kurz den Schnelldurchlauf. Wir gehen jetzt davon aus, die Runde ist an uns abgegeben worden. Und die erste Phase, die wir in unserer Runde haben, ist die Unsuspend-Phase. So wie man Sudomon hier halt jetzt sieht, ist das Digimon halt suspended. Viele nennen es auch Rest-Mode, getappt, je nachdem, welches Spiel man halt vorher gespielt hat. Hier heißt es offiziell suspended. Und Unsuspending ist halt, wir machen das Digimon wieder sozusagen richtig rum. Das wäre jetzt unsuspended. Es gibt, manche nennen es auch getappt, Active Mode, je nachdem. Das hat sich halt von anderen Spielen übernommen. Nur damit ihr halt Bescheid wisst, worum es überhaupt geht. Diese Phase wird halt immer gecheckt. Das heißt auch mit anderen Worten, selbst wenn ich kein Digimon habe, was suspended ist. Wenn ich kein Digimon habe, was suspended ist, wird die Phase trotzdem gecheckt. Ich mache dann halt nichts. Als zweites kommt unsere Draw-Phase. Ja, unsere Draw-Phase. Wir ziehen halt eine Karte von unserem Deck. Nehmen die auf die Hand. Das war es eigentlich, was man schon dazu sagen hat. Als nächstes kommt halt die Breeding Phase. Dazu gehen wir an unser Breeding Area, an unser Digitama Deck und gucken, haben wir denn noch einen Platz da frei? So, es gibt drei Sachen, die ich machen kann. Ich kann sozusagen ein Ei ausbrüten, ich kann ein Digimon aus meiner Breeding Area ins Battle Area bringen oder ich kann gar nichts machen. Ich kann nur eins von diesen drei Sachen pro Runde machen. Jetzt in dem Fall, wir haben halt immer einen Platz im Breeding Area. Wir haben jetzt kein Digimon, wie man da sieht, drin liegen. Das heißt, ich darf jetzt in meiner Phase entweder nichts machen oder ich darf halt ein Digimon hatchen. Das heißt, ich brüte sozusagen ein Ei aus und habe hier mein Upamon. Das habe ich gemacht, damit ist die Breeding-Phase vorbei. Jetzt kann ich darauf halt zum Beispiel ein Gomamon digitieren, ein Level 3 Digimon. Das heißt, wir eben schon gesagt haben, wir müssen die Level halt hochgehen. Und nächste Runde könnte ich das, wenn es mindestens Level 3 ist, kann ich das aus meiner Raising Area oder Breeding Area, kann ich das in meine Battle Area bringen. Das Wichtige an der Sache ist, das Digimon muss mindestens Level 3 sein, das heißt, es muss ein Rookie sein. Und ich darf es halt in dieser Runde nicht gehatcht haben. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, als Beispiel, meine Breeding-Phase ist, ich hatche ein Upamon, digitiere es und bringe es dann raus. Das geht natürlich nicht. Es gibt ein Thema, und zwar die Mimi aus dem aktuellen Set, die das Ganze erlaubt, ist auch wieder an eine Bedingung geknüpft und das ist auch die einzige Karte, die eine Interaktion mit dem Breeding Area hat. Das ist wichtig zu wissen, ich kann halt nur eins der drei Sachen pro Runde machen oder pro Phase machen.
So, und jetzt sind wir halt in unserer Main Phase. In unserer Main Phase können wir halt machen, was wir wollen sozusagen. Wir könnten ein Digimon so ausspielen. Wir könnten ein anderes Digimon digitieren. Wir könnten eine Option Card ausspielen, ein Thema ausspielen. Das Einzige, was halt wichtig ist, dass wir dafür genug Memory haben. Sollte das Memory unter 0 sinken, beziehungsweise beim Gegner auf mindestens 1 sein, ist unsere Runde halt beendet und unser Gegner ist dran. Das wären so die wichtigsten Sachen eigentlich nochmal zu dem Spiel. Ja, ich hoffe, der Rest ist soweit bekannt. Ein bisschen was behandeln wir auch noch in dem Video. Und ansonsten schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. So, wir fangen, ich sag mal, mit den Basics des Spiels an. Und ich habe versucht, oder ich versuche, das Ganze so praxisnah wie möglich aufzubauen, euch zu erklären und dass man das auch am besten versteht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den meistgenutzten Effekten an. Und zwar geht es einmal um den Effekt When Attacking. Eigentlich selbsterklärend, dieser Effekt triggert, sobald ich, naja, angreife. Dieser Effekt, das Wichtige dabei ist aber, dieser Effekt triggert, bevor der Securities-Check oder sonst irgendwas abgehandelt wird. Das heißt mit anderen Worten, ich habe hier jetzt das Metallgarurumon liegen als Beispiel, hat er den Effekt, when attacking, play one level 4 or lower Digivolution card under this card as another Digimon without paying its memory cost. Heißt, wenn ich angreife, kann ich mir ein Level 4er oder ein Level 3er von meinen Digivolution Sources unter Metallgarurumon nehmen. Kann das Ganze als zusätzliches Digimon spielen. Wie gesagt, das Wichtige ist hierbei, bevor der Security-Check stattfindet oder sonst irgendwas anderes, ist das vorerst, das ist vor allen Dingen auch für andere Effekte wichtig, die halt gegnerische Digimon resten, mir einen Power-Gain geben oder sonst irgendetwas. Und dementsprechend wäre das halt so als Beispiel, wir deklarieren den Angriff, tappen das Ganze, sagen, wir greifen den Gegner direkt an und bevor der Security-Check stattfindet, nehmen wir das Gorillamon und spielen es aus. Eigentlich ganz einfach. Ansonsten gibt es halt noch andere Effekte, die Bedingungen steht immer dabei, wie zum Beispiel Your Turn, Your Opponent's Turn, When this Digimon is blocked, dies, das, jenes, ist halt alles selbsterklärend. Das Wichtige ist aber, bevor irgendetwas anderes passiert, werden diese Effekte abgehandelt. So, was ansonsten noch wichtig ist, sollten mehrere Effekte gleichzeitig triggern, deswegen darf ich mir als Spieler oder als Spieler der Runde, Spieler, der dran ist, wie auch immer, mir aussuchen, in welcher Reihenfolge die ganzen Sachen triggern. So, und um das Beispiel einfach mal komplett aufzuschlüsseln oder was man damit machen kann, was ich damit meine. Gehen wir mal davon aus, wir haben ein Upamon. Darüber haben wir ein Garurumon aus dem Starterdeck. Darüber haben wir ein Gorillamon. Pseudomon. Und unser Metallgarurumon. Wir haben also insgesamt bei diesen Digimon 4 Effekte, die gleichzeitig triggern, nämlich unter der Bedingung When Attacking. Jetzt gehen wir davon aus, wir greifen den gegnerischen Security Stack an. Also sagen wir, okay, wir greifen den gegnerischen Security Stack an. So, wir alle diese Effekte gehen jetzt sozusagen ins Pending und wir können uns jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge wir das Ganze machen. So, wir fangen jetzt einfach mal damit an und das ist halt das, was ich euch zeigen möchte. Wir gehen davon aus, der Gegner hat ein Digimon da liegen mit einer Digivolution Source. Alle gleichzeitig, das heißt, wir können jetzt aber sagen, okay, wir nehmen als erstes den Effekt von Gabumon und sagen, wir trashen die unterste Digivolution Card unseres Gegners, damit ist die weg. So, dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben und die anderen Effekte noch nicht durchgeführt worden sind, können wir die anderen auch noch, werden die anderen sozusagen auch getriggert, weil die Kondition jetzt auf einmal davon erfüllt wurde. So, der Gegner hat jetzt ein Digimon ohne Digivolution Source da liegen. Wir können Upamons Effekt aktivieren. Sagt, wenn der Gegner ein Digimon ohne Digivolution Source hat, können wir einmal pro Runde eine Karte ziehen. Das machen wir also. So, Gabumons Effekt haben wir durchgeführt. Pseudomon sagt, wenn der Gegner ein Digimon ohne Digivolution Source hat, kriegen wir Memory dazu, wenn wir angreifen. Können wir dadurch jetzt auch machen. Und als letztes nehmen wir dann einfach Metallgarurumons Effekt, der halt wie gesagt sagt, wir können ein Level 4 oder niedriger Digimon darunter aus unserer Digivolution Source nehmen und als zusätzliches Digimon ausspielen. So, das können wir in der Reihenfolge machen. Weil alle gleichzeitig ins Pending gegangen sind, checken nur, ob die Bedingung erfüllt ist und dementsprechend können wir das dann machen. So, und dann zu den Basics des Spiels, sage ich mal, oder zu den normalen Effekten. Es gibt es dann noch On-Play und When Digivolving. Eigentlich ist es recht selbsterklärend. On-Play-Effekte aktivieren sich nur, wenn ich das Digimon spiele, sozusagen hardcaste. Digitieren zählt nicht dazu. Umgekehrt, Effekte, die sagen When Digivolving, triggern halt nur, wenn ich auf ein anderes Digimon digitiere. Wenn ich das Digimon so spiele, passiert halt nichts.
So, und das Ganze können wir einfach auch wieder an zwei Beispielen zeigen. Eine Sache noch davon, die Raising Area hier unten ist generell außen vor. Das heißt, auch wenn ich ein Digimon hier drauf digitiere, was einen Digivolving-Effekt hat, der triggert nicht, da dieses Digimon sozusagen aus dem Spiel raus ist. Lustigerweise, wenn es darum geht, eine Farbe auf meinem Board zu checken, damit ich die zum Beispiel eine Option Card spielen darf, wird das hier gecheckt, aber für alles andere nicht. Der Grund, warum wir aber trotzdem fürs Digitieren eine Karte ziehen dürfen, ist der Grund, dass das eben kein Effekt ist, sondern eine Spielmechanik. Ist ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Als Beispiel, wir haben einmal das Gabumon aus dem Set. Sagt halt, on play, trigger, draw one card. Eine Karte vom Deck ziehen. So, wir haben es ausgespielt, unser Memory gezeigt, dürfen eine Karte ziehen. So. Als Beispiel, einfach nur um es zu zeigen. Ich weiß, wir können kein Baby im Battle Area haben. Als Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, für umsonst digitiere ich das da drauf, triggert der Effekt nicht. Das ist halt der Unterschied bei On-Play. So, wir machen mal alles wieder zurück. Den legen wir einfach mal wieder daneben, damit es schöner aussieht. So, und jetzt kommt halt der Unterschied, when digivolving. Dazu habe ich hier einmal Omnimon, sagt halt, when digivolving, können wir einen Namen sagen oder uns einen, ja doch, einen Namen ist, glaube ich, am logischsten, wie man sich das nachvollziehen kann, können wir sagen, und alle Digimon, die diesen Namen haben, werden beim Gegner zerstört. Funktioniert nur, wenn wir es digitieren. Würden wir jetzt einfach sagen, okay, wir sind bei 5 Memory, wir haben keine andere Option, wir spielen jetzt einfach Omnimon aus, passiert nichts. Ich denke mal, das ist logisch und verständlich, das ist aber auch ein wichtiger Unterschied. Und vielen ist das am Anfang nicht ganz klar. Ich hoffe, damit ist es etwas klarer geworden. So, als nächstes beschäftigen wir uns mit Security Checks. Security Checks sind halt Angriffe, die sozusagen auf die Security gehen und das Leben oder die Schilde des Gegners reduzieren. Jedes Digimon hat von Natur aus sozusagen Security Attack 1. Ja, mit jedem Angriff checken wir eine Security. So, das heißt, hier zum Beispiel Phoenixmon, wir haben das einfach da liegen, greifen unseren Gegner an. Der Angriff kommt durch. Dementsprechend wird dann die oberste Karte im Security Check oder das Deck aufgedeckt. Und ist es ein Digimon, kommt es zum Kampf. Ist es eine Option-Card, geht es um den Security-Effekt unten, bei einer Thema-Card genau das gleiche. So, in dem Fall, wir decken auf, Monster Emon, 6000, wir haben den Security-Check gewonnen, die Karte kommt auf den Ablagestapel und ja, der Angriff ist sozusagen durchgeführt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass wir unsere Security-Checks oder die Anzahl der Security-Checks, die wir mit einem Angriff durchführen können, erhöhen. Zum Beispiel haben wir hier unter unserem Phoenixmon haben wir jetzt ein Greymon aus dem roten Starterdeck drunter liegen, das sagt Security Attack plus 1. Diese Zahl oder dieses Plus gibt es, ich würde mal fast sagen, mit fast allen Zahlen. In dem Fall ist es 1, das heißt, wir bekommen einen zusätzlichen Security Check. Wir haben eben schon festgestellt, jedes Digimon von Natur aus einen Security Check mindestens, wenn die Regeln nichts anderes sagen. Dementsprechend Security Check plus 1, wir checken insgesamt 2. Das heißt, wir würden jetzt sagen, wir greifen den gegnerischen Security Stack an. Phoenixmon 12.000, Security Check plus 1 oder Security Attack plus 1, sagen wir so. Dann wird wieder die oberste Karte aufgedeckt. Ist in dem Fall ein Grizzlymon mit 6.000, haben wir überlebt. Dann wird der zweite Check durchgeführt. Gabumon 2.000, wir waren wieder stärker. Die beiden Karten kommen auf den Ablagestapel und damit ist der Security Check vorbei. Dazu machen wir jetzt noch eine Art kleinen Exkurs sozusagen. Um das Beispiel zu veranschaulichen, habe ich hier die Metal Greymon Secret Rare Karte aus dem aktuellen Set. Diese sagt halt, dieses Digimon sagt halt oder hat den Effekt für sich selber Security Attack plus 2. Das heißt, wenn wir damit ganz normal angreifen, würden wir 3 Security Checks durchführen. Den zweiten Effekt, When Attacking, Lose 5 Memory, den werden wir erstmal ignorieren. Dazu selber gesagt, die Memory, sobald wir angreifen, verlieren wir natürlich die Memory. Sollten wir damit über 0 kommen oder unter 0, ist ja eigentlich der Gegner dran. Die Security Checks werden aber so weit weiter gehandelt, bis die abgeschlossen sind und dann ist der Gegner dran. So, dementsprechend, wir greifen jetzt an. Wir haben Security Check plus 2, wie schon gesagt, das heißt, wir checken insgesamt 3 Security. So, das heißt, wir würden die ersten aufdecken. Es ist ein Verigarum mit 7000, den Check haben wir überlebt. Zweiter Check, Gabumon 1000, haben wir auch überlebt. Dritter Check, Grizzlymon 6000, haben wir auch überlebt. So, es gibt jetzt aber noch andere Sachen, die passieren können während des Security Checks und die gucken wir uns auch an. So, wir haben natürlich noch die erste Möglichkeit, die wir eben gesehen haben, dass unser Digimon komplett überlebt. Es kann aber auch anders ablaufen. So, wir greifen an, checken halt wieder insgesamt 3 Security. Erste Digimon ist ein Monster-Emon mit 6000, überleben wir mit unseren 9000.
Zweite Digimon, ein Verigarum mit 7000, haben wir auch überlebt, beziehungsweise sind wir stärker. Dritter Security Check, 11.000. So, das ist jetzt doof. Das ist stärker als unser Digimon. Das heißt, in diesem Security Check, unser Digimon ist besiegt, wird deleted, kommt in den Trash Bin. Machen wir mal so. Auch wenn die Security jetzt im letzten Schritt stärker war, ist nur unser Digimon besiegt. Die Security Guard kommt trotzdem auf den Ablagestapel und wir haben die drei Checks durchgeführt. Nur unser Digimon ist jetzt weg. Sollte unser Digimon im Security-Check vorzeitig sterben, ja doch vorzeitig sterben, bevor alle Security-Checks durchgeführt werden konnten, endet das Ganze hier. Was ich damit meine, zeige ich euch jetzt. Wir greifen halt mit unserem Metal-Greymon wieder den gegnerischen Security-Stack an, machen den ersten Check, Monster-Emon 6000, super, haben wir geschafft. Zweiter Check, Metal-Greymon 11.000, haben wir nicht geschafft. Unser Digimon wird deleted. Die Security-Karten kommen in den Ablagestapel, da die Checks durchgeführt wurden. Ja, wir hätten jetzt noch einen übrig gehabt, da unser Digimon aber nicht überlebt hat, können wir nicht noch den dritten durchführen. Das Ganze kann leider auch so ausgehen, wir greifen an. Erster Security-Check, hatten wieder drei. Metal-Garurumon 11.000, schade, unser Digimon wird deleted. Die Security-Card kommt in den Ablagestapel und damit ist der Security-Check vorbei, da wir keinen Angreifer mehr haben. Das gleiche geht natürlich auch für Option-Cards, die unsere Digimon besiegen könnten, aber das ist das Prinzip dahinter. Und noch eine wichtige Sache dazu, Security-Attacks oder Security-Checks ersetzen keine direkten Angriffe, die wir machen müssen, um den Gegner zu besiegen. Zum Beispiel, der Gegner hat noch eine Security-Card, wir haben Metal-Greymon, check wieder insgesamt 3 Security pro Angriff. Wir greifen an, Security-Check, es ist ein Grizzlymon, die kommen weg, haben wir überlebt. So, jetzt haben wir aber noch nicht gewonnen, da nur die Security weg ist. Wir müssten noch einen direkten Angriff auf unseren Gegner landen. Das heißt, auch wenn wir hier noch 2 Angriffe übrig hätten, macht das keinen Unterschied. Eine andere lustige Sache, sollte unser Digimon aber Security Attack Minus haben, also quasi 0 oder weniger haben, können wir damit auch keinen finalen Angriff durchführen. Die Regeln, wenn man das so hört, klingt es ein bisschen komisch. Auf der einen Seite sind es 2 verschiedene Sachen, auf der anderen Seite, wenn wir keine Security checken können, können wir auch keinen finalen Angriff machen. Ist aber halt eine Regel und die müssen wir so akzeptieren. Der nächste Effekt, den wir uns angucken werden, ist Blocker. Blocker sagt halt, wenn ein Gegner einen Angriff deklariert, kann ich Blocker aktivieren, damit der Angriff auf das Digimon, was die Fähigkeit Blocker hat, eben auf dieses Digimon gerichtet wird. Ist ganz gut, um uns selber zu schützen. Man kann eventuell bestimmte Effekte dadurch auslösen. Was aber wichtig ist, nur weil Blocker aktiviert wird, aktivieren sich nicht solche Effekte wie wenn ein gegnerisches Digimon angegriffen wird. Diese Effekte triggern nur, wenn man explizit von vornherein sagt, wir greifen ein gegnerisches Digimon an. Blocker zählt dazu nicht, weil der Angriff sozusagen nur umgelenkt wird. Wenn ihr euch das so besser vorstellen könnt. So, um zu zeigen, was ich meine, ist halt, wir hätten wieder unser Metal-Greymon. Ich würde sagen, wir würden gerne 3 Security-Checks durchführen und deklarieren unseren Angriff auf den Security-Stack des Gegners. So, jetzt überlegt der Gegner und denkt sich, ha, das ist schon ein bisschen doof. Der hat uns viel Memory gegeben, aber ich möchte trotzdem nicht, dass die Security-Cards wegkommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Metal-Greymon mit 9000 stirbt, ist statistisch gesehen nicht ganz so hoch. Meine Spiele zeigen was anderes, wo es immer direkt am Anfang stirbt, aber das ist eine andere Sache. Und dementsprechend sagt unser Gegner, okay, ich blocke das Ganze. Er deklariert Blocker, tappt das Digimon und damit geht der Angriff von Greymon, um es bildlich zu zeigen, auf das Grizzlymon und das Grizzlymon ist besiegt. So, und damit ist das Ganze vorbei. Wir führen keine Security-Checks durch oder sonst irgendetwas. Der Angriff wird nur abgeblockt. Jetzt können wir sogar direkt mehrere Sachen auf einmal abarbeiten. Und zwar haben wir hier einmal ein Wargreymon liegen, ein schwarzes Wargreymon oder das Wargreymon der Farbe Schwarz, das wir aktuell haben. Wargreymon selber hat den Effekt Reboot und hat durch das Greymon und seinen Digivolution Sources hat es die Fähigkeit Jamming, da wir Reboot haben. Jamming heißt, wenn wir den gegnerischen Security Stack angreifen und es zu einem Kampf mit einem gegnerischen Digimon kommt in diesem Stack, können wir nicht dadurch zerstört werden. Das heißt, mit anderen Worten, auch wenn das gegnerische Digimon, was wir aufdecken, stärker ist als unseres, wir überleben trotzdem. Das ist ein ziemlich cooler Effekt und ziemlich stark, wie ich finde. Gerade in der Kombination mit Reboot ist das Ganze sehr, sehr asozial. Denn Reboot sagt, in der gegnerischen Unsuspend-Phase darf ich dieses Digimon auch unsuspenden.
Und wir wissen ja, wir können nur Digimon oder in der Regel nur Digimon angreifen, die ebenfalls suspended sind. Das heißt, hiermit haben wir eine sozusagen eine weitere Sicherheit. Wir gucken uns das Ganze mal in der Theorie an. Wir gucken uns das Ganze mal in der Praxis an. Jetzt fängt das wieder an, dass ich Theorie und Praxis miteinander verwechsel. So, wir haben das War Greymon. Wie gesagt, Reboot hat auch Blocker. Und dadurch, dass wir Reboot haben, haben wir Jamming in unserer Runde. Wir haben 11.000 und sagen jetzt, okay, wir greifen den Gegner schon Security Stack an. Deckt unser Gegner auf. Aha, das ist ein rotes War Greymon. Dieses War Greymon hat 12.000. 12.000 höher als unsere 11.000. Dadurch, dass wir aber Jamming haben, ist uns das Ganze egal. Der Security Check wird durchgeführt. Die Karte kommt auf Seite. Und das war's dann, ehrlich gesagt, was hier passiert. Wir können ja deswegen nicht besiegt werden. Jetzt geben wir die Runde ab. Unser Gegner würde jetzt seine Digimon unsuspenden, kommt in die Unsuspend-Phase. Und dadurch, dass wir Reboot haben, machen wir einfach dasselbe. So, das ist auch schon der Zauber hinter Reboot. Ich mag diese Fähigkeit wirklich sehr. Und ja, das war es eigentlich schon, was man dazu sagen kann. Eine Sache noch, und zwar geht es hier dann noch um, wie heißt es, Jamming geht halt nur für Digimon, die im Security Stack aufgedeckt werden. Das heißt, wenn wir eine Option Card aufdecken, können wir trotzdem deleted werden. Das Ganze gucken wir uns mal an. Wir haben immer noch das War Greymon liegen mit Jamming, das heißt, vor Security Digimon sind wir sicher. Wir greifen den gegnerischen Security Stack an. So, es wird aufgedeckt, eine Gaia Force. Schade, das ist doof. Gaia Force sagt nämlich den Security-Effekt oder aktiviert den Security-Effekt, activate this card's Main-Effekt. Main-Effekt, delete one of your opponent's Digimon. Oh, das wäre dann das hier. Dementsprechend kommen die auf den Ablagestapel. Und das war's dann soweit. Das heißt, da schützt uns Jamming dann auch nicht. Einen Effekt haben wir noch, und zwar On Deletion. Ist eigentlich selbsterklärend, sobald dieses Digimon zerstört wird, ist es egal wann oder wie dieser Effekt passiert. Dieser Effekt triggert dann. Wir haben jetzt hier beispielsweise Millenniumon liegen, das sagt halt On Deletion, if this card had Digivolution Cards, you may play this card from your trash without paying its memory cost. Das heißt mit anderen Worten, wenn dieses Digimon Digivolution Sources drunter hat und irgendwann deleted wird, ist es egal, ob es im Security Check deleted wird von einer gegnerischen Option Card oder ob es durch uns selber durch irgendeinen Effekt, wie zum Beispiel von Chimeramon, deleted wird. Dieses Digimon, sobald dieser Effekt geht into Pending, sobald das Digimon deleted wird, checkt dann, ob wir Digivolution Sources drunter haben. Wenn ja, können wir es von unserem Graveyard, von unserem Trash, wieder spielen. So, das heißt als Beispiel, es ist unsere Runde, wir haben Millenniumon, fühlen uns mit 13.000 relativ sicher, greifen den gegnerischen Security Stack an. Ah, schade, Omnimon wird aufgedeckt. 15.000 gegen 13.000, wir verlieren. Unser Digimon kommt in den Ablagestapel. Jetzt wird gecheckt von dem Effekt, okay, hat es denn Digivolution Sources? Ja, hatte es. Also können wir es wieder spielen. Natürlich ohne die Digivolution Sources drunter. Omnimon aus dem Security Check wird halt auf den Ablagestapel gelegt. Wir haben unser Millenniumon wieder. Das Einzige, was zu sagen ist, klar, es ist jetzt, wenn wir es von der Hand für 15 Memory gespielt hätten, es kann jetzt natürlich nicht nochmal angreifen. So, beim nächsten Mal, wir gehen davon aus, der Gegner, die gegnerische Runde, er schmeißt uns seine Gaia Force entgegen. Sagt Millenniumon. Millenniumon kommt dann jetzt in dem Fall auf den Ablagestapel. Der Effekt geht ins Pending. Wird sozusagen geguckt, ob der Effekt erfüllt ist. Ist im Trash? Ja. Aktiviert sich der Effekt? Nein, wir hatten keine Digivolution Sources. Und damit ist das auch weg. So, das wären eigentlich so die. Ja, das wären hier die Effekte Reboot, Jamming und nochmal dazu On Deletion. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. So, dann schauen wir uns als nächstes den Effekt Piercing an. Piercing ist, ich glaube, kann man ein bisschen mit Trampelschaden vergleichen, wenn man andere TCGs gespielt hat. Auf jeden Fall sagt Piercing, when this Digimon attacks and deletes an opponent's Digimon and survives the battle, it performs any security checks it normally would. So, was heißt das? Wenn wir ein gegnerisches Digimon angreifen, dieses Digimon im Kampf besiegen und selber noch überleben, führen wir jeglichen Security Check aus, den wir normalerweise durchführen würden, wenn wir den Security Stack des Gegners angreifen. Das ist egal, ob unser Digimon die normalen Security-Tag 1 hat, wie immer, ob da noch ein anderer Effekt drunter liegt, der uns 1, 2, 3 oder meinetwegen auch 500 gibt. Wir führen danach die Security-Checks normal durch, wie wir es vorher auch kennen. So, als Beispiel, wir haben hier unser Herkules Kabuterimon liegen aus dem aktuellen Set und der Gegner hat letzte Runde mit dem Metall Greymon angegriffen. So, wir haben 10.000, es hat nur 9.000. Was machen wir also? Wir sagen, ja okay, wir kriegen den gegnerischen Hitter weg. Und können sogar noch einen Security-Check durchführen. Das machen wir. Wir greifen an und sagen, wir wählen als Ziel das Metall Greymon. Metall Greymon kann da herzlich wenig gegen machen.
Der Kampf findet statt. Wir vergleichen. 9000 ist schwächer als 10.000. Das Digimon kommt auf den Ablagestapel. So, wir haben den Kampf jetzt gewonnen. Oder haben das gegnerische Digimon angegriffen, Kampf gewonnen. Und haben überlebt. Das ist das Wichtige. Dementsprechend können wir jetzt jeglichen Security-Check durchführen, den wir normal durchgeführt hätten, wenn wir Security-Stack angegriffen haben. Das heißt, decken die oberste Karte auf und führen dann ganz normal die Security-Checks durch. In dem Fall hätten wir überlebt. So, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, haben wir hier eine etwas andere Situation. Und zwar gehen wir davon aus, unser Gegner hat ein getapptes Metall-Tyrannomon da liegen. Metall-Tyrannomon hat ebenfalls 10.000, genauso wie wir. Aus welchem Grund auch immer müssen wir es angreifen, damit der Gegner nächste Runde irgendwas anderes nicht macht. Keine Ahnung, kann ja vorkommen. Man hat sich vielleicht auch hat auch falsch gerechnet oder sonst irgendetwas. Jedenfalls, wir greifen jetzt das Metall-Tyrannomon an. Es kommt zum Kampf. Und wir checken 10.000 gegen 10.000. Beide sind weg. So, der Effekt von Piercing sagt zwar, wir müssen das gegnerische Digimon besiegen, allerdings müssen wir den Kampf auch selber überleben. Das heißt, dementsprechend in der Situation führen wir keinen Security-Check durch, da wir diesen Kampf nicht überlebt haben. Den letzten Effekt, den wir noch in diesem Set aktuell haben, den wir uns angucken können, der sozusagen ein Keyword-Skill ist, wenn man das so nennen kann in dem Spiel, wäre halt Recovery. Recovery ist meistens vom Deck. Bis jetzt haben wir noch keinen Effekt gehabt, der von irgendwo anders triggert. Auf jeden Fall, Recovery heißt, wir nehmen eine Karte von dem Ort, der angegeben wird, wie gesagt, in den meisten Fällen ist es Deck, und nehmen diese Karte und legen sie als oberste Karte auf unseren Security-Stack. Es ist übersetzt halt Erholung und ja, ich glaube, eine andere Übersetzung habe ich dafür auch nicht gerade im Kopf. Auf jeden Fall, wir erhöhen damit wieder unseren Security-Stack. Jetzt als Beispiel, wir haben hier 3 Security-Cards liegen von unseren 5. Sagen aber, der Gegner könnte uns jetzt nächste Runde mit 4 Angreifern angreifen, da muss ich was gegen tun. Deswegen spielen wir aus dem aktuellen Set Magna Angemon. Magna Angemon hat den On-Play-Effekt Trigger Recovery 1 from Deck. Oder plus 1 from Deck. Das heißt, wir spielen das aus, aktivieren den Effekt Security plus Recovery from Deck, nehmen die oberste Karte und legen sie in unser Security-Stack. Das heißt, wir haben jetzt wieder 4 Karten in unserem Security-Stack. Mehr gibt es dazu ehrlich gesagt nicht zu sagen. Es gibt Karten wie ihn oder das Seraphimon aus dem aktuellen Set, die halt sagen, mach einfach Recovery 1. Es gibt andere Karten, die wie das Magnadramon aus dem aktuellen Set, was sagt Recovery plus 2. Allerdings stehen bei manchen auch die Bedingungen dahinter. Wir haben zum Beispiel auch Angewurmon, das sagt halt When Digivolving. Das heißt, nur wenn wir digitieren, können wir den Recovery-Effekt nutzen. Und nur wenn wir 3 Security oder weniger haben. Ist wahrscheinlich eine Art Balancing-Effekt, damit wir halt nicht unser Leben voll pushen. Denn so Sachen wie Seraphimon, wir müssen halt aufs Mega-Level digitieren, oder wie das Magna Angemon, wir müssen es halt hardcasten für 7, geben uns zwar, egal wie viele Security-Cards wir haben, plus 1. Allerdings können wir damit auch nicht unser Board zuspammen, sozusagen. Ja, das war es eigentlich schon, was man zu Recovery sagen kann, wenn ich ehrlich bin. So, das waren eigentlich so die wichtigsten Skills, die man hier erklären kann. Manch anderen Skill oder manches Keyword-Skill, Bedingungen, wie auch immer, habe ich halt nicht erklärt, weil manche sind halt auch selbsterklärend. Solltet ihr dennoch irgendwelche Fragen haben zu einer Karte, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, ich beantworte sie euch gerne. Und ja, ich hoffe, es hat euch die Sache näher gebracht, verständlicher, ihr wisst jetzt, wie die Effekte funktionieren. Und wenn das nächste Set rauskommt, also für uns 1.5, würde ich sagen, gucke ich mir da auch die Karten an, die neue Effekte haben. Ich weiß gar nicht, ob das viele sind oder nicht. Werdet ihr aber auch gerne erklären, wenn ihr das wollt. Und ja, ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut. Und sehen uns nächste Woche zum wöchentlichen Videodienstag wieder. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.